Leute, morgen 10 Uhr, das vielleicht beste FIFA 19 Pack Opening im deutschen FIFA-YouTuber-Bereich. Ich glaube, ich bin unter den Top 3 eines Pack Opening-Videos. Also, morgen 10 Uhr. Bevor es losgeht, ich dachte mir, das ist die letzte United-Folge, die letzte Teambuilder-Folge. Und ich habe mir zu dem Anlass gedacht, wir öffnen hier jetzt auch nochmal in der United-Folge alle 400 K-Packs. Eines baue ich euch noch. Morgen 2 Icons in 2 Stunden. Und Raheem Sterling, ich bin zufrieden. Ich habe auch die CL-Live-Karte gezogen. So gut. Ist zwar kein Walkout das Ganze, aber dennoch, ich bin zufrieden. Zweimal Manchester City. Mich persönlich würde es auch noch sehr, sehr freuen. Zum Abschluss der Teambuilding-Folge für das Pack-Opening. Hinterlässt doch gerne nochmal alle Daumen nach oben, die ihr habt. Und eskaliert einfach. Ich bedanke mich jetzt schon mal sehr, sehr herzlich an alle, die sich daran beteiligen. Franzose Fekir, alter Leute, Fekir Sterling, damit kann man echt leben. So, und das vorletzte Pack, kann es sein, dass mein Packlack mich jetzt plötzlich verlassen hat? In einer United-Aufnahme wieder kein Walkout, alter Fall, jetzt bin ich gerade echt überrascht, ich dachte, die Party fließt. Aber ja, Jonas. Und jetzt das letzte 100k-Pack. Also ich würde mich sehr noch über einen Walkout freuen. Es ist ein Walkout, come on. Lass es! Oh, ich dachte schon wieder eine Icon. Ich dachte schon wieder eine Icon. Es ist Isco oder David Silva. Isco! Mit Isco stabil! 89 rated Isco. Letztes 100k-Pack für die letzte Teambuilder-Folge von United. Schauen wir, was noch dabei ist. Okay, Isco, Carvajal, Rabiot ist am Start. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt in die letzte Teambuilder-Folge. Alle nochmal einen Daumen nach oben. Intro, let's go! Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zur letzten Teambuilder-Folge, ja, heißt sogar so, von United Icon. Und wo bin ich da gerade? Ich bin da irgendwo in einem Pause-Menü. Ich will euch eines sagen, meine Besten, es muss genau so weitergehen. 0:9, hab noch ein Spiel gemacht mit meinem aktuellen Team, so muss es weitergehen, ganz, ganz ehrlich, weil sonst, muss ich sagen, bin ich am Arsch. Weil Matuidi, die Position von Matuidi ist sehr, sehr gefährdet, dass der nicht auch aufkommt. Spiel. Ich bleib gleich mal live, damit ihr seht, das war Online-Einzelspiel und so weiter. Aber wenn ich jetzt nicht die Coins erziele, dann ist nicht nur Matuidi Offcam, ist nicht nur Mané Offcam, der mit Salah, also ihr habt für Salah gewotet, ich habe für Mané gewotet, Alter, ich habe Mané gepickt, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich schlecht spiele oder, ja, zu wenig Tore schieße oder der Gegner nicht quittet und dann werde ich definitiv Probleme bekommen. Aber so wie ich das gerade in meinem Kopf habe, kommt mein Team bis auf Mané, das habe ich euch in der Folge 4 ganz am Ende schon erläutert. Also die kommen dann sonst alle auf Fullcamp, bis auf Mané. Mané spielt auf 7 Chemie, glaube ich. 7 Chemie wird er dann spielen. Aber in meinem Main-Team, ich zeige euch auch nochmal schnell mein Main-Team, spielt auch Neymar auf 7 Chemie. Also für mich ist das echt gewöhnt. Also ich bin daran gewohnt, dass mindestens ein Spieler Offcam ist. Ich kenne auch einige Pros, die einen Spieler Offcam haben, also auf 7 Chemie. Wirklich ist es alles kein Problem. Ich habe es, wie gesagt, in Folge 4 schon erwähnt, ich kann mit keinen reinen Stürmer spielen, weil ich weiß nicht, diese Beweglichkeit, diese Balance, ich bin sehr, sehr kombinationsfreudig und irgendwie mit einem Jesus und Firmino hat das nicht wirklich geklappt. Sadio Mané, der muss sogar noch, braucht sogar noch seinen Loyalitätspunkt, das heißt, glaube ich, 3 Spiele fehlen noch. 4 Spiele und 9 Tore, jetzt habe ich 2 Spiele mal full gemacht, ansonsten war er quasi in meinem Main-Team ein Super-Sub. Salah habe ich sogar schon etwas länger, auch Super-Sub, also 22-20 ist auch nicht schlecht. Optisch gesehen sieht das jetzt mega, mega geil aus. Kanté war mein Wunschspieler, wirklich. Mir ging es eigentlich nur um Kanté, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich den habe. Ändern wir mal unser Teamnamen. Wie wird denn der heute? Heute machen wir Shigi Army. Heute muss uns Shigi helfen. Wir brauchen einiges an Coins und ja. Und jetzt hier der Stat-Proof, 341 Spiele, 346 Tore. Der ist einfach zu krass, dieser Mensch. Das ist zu krass. Ach, Hazard, 190 Tore. Der hat es schon mal aufgeholt. Ansonsten waren seine Stats immer so gleich auf, ne? So, das Video muss heute noch online kommen, meine Besten. Ersten Gegner suchen. Abfahrt. Gordas FC Abfahrt, Leute. Sein Team sieht wie folgt aus. Okay. Scheiße. Scheiße, Leute, er hat nur 94 Chemie, ich habe nicht auf die Chemie geachtet. Aber dann nochmal, wir machen nochmal den Stat-Proof neu. 94 Chemie, bitter.
Oh, als würde er Bescheid wissen. Geil. Okay, aber der Step-Proof muss raus, meine Besten. Step-Proof. So, Step-Proof. 3-4-2, 3-4-4 am Ende. Lass uns nicht lange rumschnacken und wir suchen den Gegner. Leute, dies ist Prem Abfahrt. Ich bin jetzt mega gespannt auf sein Team. Das sollte mega heftig sein. Okay, das Off-Camp-Team, war das nicht noch ein bisschen gefährlicher? Dokore. Es sei so, ich brauche viele Tore. Ich brauche, keine Ahnung, ein Quid vielleicht. Würde mir sehr, sehr helfen. Let's go. Komm. Mann. Aber Leute, der ist machbar. Das sehe ich schon an der Defense. So gut. 11 Meter. Nein. Das kann nicht sein. Wohin? Ja. 1:0, 50k. Ist das mein erstes Spiel, wo ich nicht unterhalb der 10. Minute treffe? Aber trotzdem, Ronaldinho 50k. Dachte, er geht daneben. War sehr, sehr gut. Ich glaube, das war eh Time Finish. Sehr, sehr schön. Da ist das. Nein, nicht das 2:0. Warum? Mann. 1:1. Ich schwöre es euch, ich hasse solche Gegner. Die stehen hinten rum und lassen nur 3 Spieler vorne. Das war's. Das ist so typisch einfach. Leute, meine Leichtigkeit ist irgendwie nicht vorhanden. Ich glaube, ich setze mich einfach viel zu heftig unter Druck. Come on, 2:1, aber wow. Leute, ich bin echt unzufrieden mit mir. Das muss ich zugeben. Ich sollte jetzt schon mindestens, 4 Tore insgesamt haben, also 4:1. Aber ja, wir sind gerade mal bei 2:1. Ich weiß gar nicht, wie viele Coins. 50k? Ja, das 1:3. So muss es weitergehen. Ich einfach, ruhig Blut, Pato, ruhig Blut. Du hast noch Zeit. Ey, das gibt's nicht. Wow. Ja, ich bin einfach gerade nicht im Fokus drinnen. Schade, ich wär's gerne. Jetzt lappt er mich auch noch voll. Mann, bitte. Was ist das für ein Torhüter? Ach. Mann, es ist unglaublich. Ich brauch die Tore. Endlich, Leute! 1:4, Doppelback Ronaldinho. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich heute echt nicht gut. So, keine Ahnung. Einfach im Kopf zu wissen, Pato, du brauchst viele Coins. Streng dich an. Wie wird denn das in der Gruppenphase sein? Da werde ich noch mehr unter Druck sein. Mann! 1:5, okay, jetzt ist wieder alles gut. Hattrick Ronaldinho. Okay, Pickford kann anscheinend keine Longshots. Guckt an, der bleibt einfach stehen, aber auf der Linie, boom. War ja mega stark, 1:5, feier ich. Komm, das nächste Tor. Sweat, oh mein Gott, ich dachte jetzt. Ich dachte, das wird kein Tor, das wäre peinlich gewesen. 1:6. Geil, okay. Ich heul noch rum und jetzt stehe ich 1. Jetzt steht es 1:6, meinte ich. Gut, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Come on. Ist da noch irgendetwas zu machen? Ja, auf Ansage, Leute. 1:7. Sorry für meine Stimmausklang. Keine Ahnung was. Sorry für meine Freude. Mann, ich lapp euch da voll in der ersten Halbzeit, wie enttäuscht ich von mir bin. Jetzt steht's 1:7. Doppelpack von unseren UCL, von unseren neuen Spielern. Mann, nee. Bitte nicht. Nein. 2:7, Mann, das ist mein eigener Fehler gewesen, alles Eigenfehler, aber schöner, ich glaube Time Finish war das, unglaublich schönes Tor, muss man auf jeden Fall auch an der Stelle sagen. Bitte, Wahnsinn, was für eine Vorarbeit, schöner Doppelpass, 2:8, Hazard freudig, aber bei Pickford muss man wirklich einen Time Finish Longshot ausnutzen, aber es ist zu geil, ich feiere es, wie gut ich den Time Finish treffe. Und das nächste, oder?
Das ist doch das nächste Tor. Ich fasse es nicht. 2:9. 2:9. Dieses Team ist on fire, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es zweistellig schaffe. Nein, wir schaffen es nicht. Es könnte sich zweistellig ausgehen. Ich muss jetzt nur straight nach vorne. Straight nach vorne. Probieren wir es mal. Zack, zack. Komm. Wir haben noch eine Minute Zeit. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute. 2:10. Leute, hat jemand bei United ein zweistelliges Ergebnis geschafft? 2:10. Holy shit. Und der war nicht ein Finish. Ich bin sowas von gehypt. Und ich war so unzufrieden. Das ist unglaublich. 2:10. Ich kann mich nicht erinnern, ob irgendjemand unserer United-Teilnehmer ein zweistelliges Ergebnis hat. Ne? Holy moly. GG. 3 Tore, 3 Tore, 4 Tore Hazard. Zu krass. Also Salah spielt LZM. War auch der Beste im Mittelfeld. Ich weiß nicht, wie viele Coins ich habe. Ich muss das aussehen. Ich freue mich gerade übertrieben. Bitte lass es viele Coins sein. Also, wenn ich mich jetzt wirklich nicht verrechnet habe, ne? Ihr wisst das, jede Folge mein Handy wegen Taschenrechner. 360k. Holy shit. Wir gehen live. Falls Leute geskippt haben, ich bin ja auf eine Mannschaft getroffen, die nicht Full Cam hatte, ja? Das heißt, so, let's go. 3-4-4. Das nächste Spiel muss 3-4-4 sein. Abfahrt, Leute. Sofort der nächste Gegner. Noch die Fitnessmacher. Ich bin so glücklich gerade. Ich kann es euch nicht in Worte irgendwie wiedergeben. So, keine Ahnung. Nächster Spieler. Nächstes Spiel. So, Boys. Nächster Gegner gefunden. Let's go. Come on. Seine Mannschaft. Wieder ein sehr, 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 sehr gechilltes Team. Mein Bae ist am Start, Promise. Depay ist am Start, Kimpembe, Lenglet ist, glaube ich, könnte eine Schwachstelle sein. Der Rechtsverteidiger Semedo. Wir geben unser Bestes, Leute. 100k müssen drinnen sein. Bitte, bitte, Abfahrt. Au! Ich habe den Torwart bewegt. Ja! Ist das kein Abseits? Kein Abseits! 0:1. Aber Leute, ich muss sagen, der Gegner ist so gut. Der ist ultra gut. Da schwitze ich. Das ist mein bester Gegner bis jetzt. Ja, schön gespielt. Mohamed Salah. Der nächste Neuzugang. 0:62. Ich glaube, das würde reichen, Leute. Nee, 100k. Ein Tor brauche ich noch. Und das am besten mit Ronaldinho. Am besten mit Ronaldinho, Leute. Kein Finish. Das ist wirklich die perfekte Folge, Leute. 0:3. Rage Quit am besten. Das wäre... Boom! Ich könnte Wahrsager werden. Im ersten Spiel habe ich gesagt, komm, ein Tor brauche ich noch. Und dann schieße ich vorher das Tor. Jetzt ein Tor, am besten mit Ronaldinho. Und jetzt kommt der Rage Quit. Es ist... Leute, wir haben das Ganze mit einem Walkout begonnen. Also was heißt Walkout begonnen? Wir haben einen Walkout gezogen am Anfang. Jetzt zweistellig gewonnen. Und jetzt 3:0 Rage Quit. Aber ich muss echt sagen, die ersten 20 Minuten war er für mich der beste Gegner. Er hat so krank reingepresst. 570.000 Coins. Da muss ich jetzt dann echt schauen, was wir holen. Wir bleiben aber auch hier live am besten. Hier 4 Schüsse. Ich glaube, habe ich jetzt 3:0 oder 4:0. Keine Ahnung was. Wir sind live. Uncut. Boom. Team. Da, Shigi Army, 3-4-4, glaube ich, müsste das jetzt sein. 3-4-4, 570.000 Coins. Ist das jetzt meine Rekordfolge an Toren und an Coins? Weiß ich jetzt gar nicht, aber Leute, zum Abschluss dieser Teambuilding-Folge, wirklich, smash nochmal alle eure Daumen nach oben. Es würde mich einfach freuen. Community-Pick geht sich ja sowieso nicht mehr aus, aber einfach als eure Unterstützung, ne? Vielen Dank, Leute. Wir sehen uns in der Powerswahl wieder. Bis gleich. So, Leute, jetzt ist es vorbei. Die letzte Teambuilder-Folge von United Icon. Die letzte Powerswahl vor der Gruppenphase gegen die anderen YouTuber. Ich bin von mir echt selbst überrascht. Ich dachte, seit dem Pech-Show läuft nichts, dies, das und jetzt, boom. Es funktioniert extrem gut, auch unter der Woche. Ich habe mich sehr,
sehr wohl gefühlt. In der United-Gruppe war die Frage, darf man einen Spieler mit verschiedenen Typen, quasi Kartentypen, in die Auswahl stellen? Einen anderen Kanal betrifft das genauso wie mich. Was ich genau damit meine, ist jetzt die Auflösung. Boom! Diese letzten Spieler, die letzten 5 Spieler, solltet ihr euch für Cancelo entscheiden, fällt der UCL natürlich raus. Ich riskiere auch mit Matuidi auf 8 Chemie zu spielen, einfach weil es in diesen 2 Spielen und auch in dem Spiel davor, was ich euch eingeblendet habe, so mega gut funktioniert hat. Trotz allem, ich möchte euch nicht beeinflussen, votet einfach, was das Zeug hält, supportet dieses Video doch gerne noch mit einem Daumen nach oben. Musiktechnisch konnte ich sehr, sehr wenig reinmachen, weil es sind einfach zu viele Tore geflogen. Auch ein kurzes Statement, ich habe 2-3 Tore beim Schneiden beobachtet, da ist der Innenverteidiger meines Gegners weggelaufen. Ich munkel, dass er den Torwart steuern wollte, aber trotzdem, Leute, es ist alles safe, keine Panik. Es heißt nicht nur, wenn man viele Tore schießt, dass es automatisch, ja, ich will das nicht aussprechen, ne? Hab keine Hintergedanken nochmal, es ist alles safe. Ich bin froh, dass ich es vor der Deadline geschafft habe. 10 Uhr einschalten, 2 Icons in 2 Stunden gezogen. Macht es gut, Leute. Ciao.